schummrig. Ich glaube, ich muss noch einen nehmen. Oh, das war wieder ein stressiger Tag heute gewesen. Oh, der hat gesessen. Na komm, einer geht noch. Mach voll das Glas. Oh. Oh, morgen werde ich so einen Kater haben. Oh. Na komm. Ja, einer geht noch. Einer geht. Komm, mach voll. Ja. Und runter damit. Oha. Oh. Nee, das war einer zu viel. Ich hau ab. Wow. Oh, wow. Oh. Das sah irgendwie sehr elegant aus. Oh. Oh. Na komm. Hoch. Steh auf, John. Du kannst nicht den ganzen Tag da schlafen. Steh auf. Oh, 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 oh. Es dreht sich alles im Kreis. Hui. Uah. Oh. Jetzt geht's wieder. Dann kommen wir ja direkt hier draußen mal. Gucken wir, was hier abgeht. Halten, um Steckbrief anzusehen. Wer wird denn gesucht? Sachbeschädigung. Mo is sweet. Ah, komm. Wenn wir mal gucken, dass wir die Fotze jetzt mal lebend kriegen. Aber erstmal brauchen wir unser Pferd. Da wir jetzt wieder nüchtern sind, dürfen wir auch wieder reiten. Es sollte keine Punkte in Blackwater geben. Hoffe ich zumindest mal. Wo geht's denn jetzt überhaupt hin hier? Mal auf der Karte nachgucken. Ach, da ist er. Easy! Das machen wir doch. Na komm. Komm, ich hab gehört, du bist das beste Pferd hier. Zeig mal, was du drauf hast. Oder willst du mich doch jetzt hier im Stich lassen? Na komm. Come on. Ah, sah aber auf der Karte nicht so weit aus. Ja, kann ich mich jetzt nicht drum kümmern. Ich habe was anderes zu tun. Andermal vielleicht. Oh, sind Geier unterwegs. Oh, hi. Weg. Zack. Zack, zack. Schweig. Ich habe gesagt, schweig. Ey, das ist doch dieser komische Heino da, den wir jetzt fangen müssen. Komm, ich will nicht mein Leben fangen hier. Bleibst du wohl hier? Ich werde ja wohl hier, ja. Abhauen wollen, ne? So sehen wir auch aus hier. Fesseln. Und dann ab dafür. Opfer tragen. Ich will einfach hier abbauen, ey. Ich hätte ja wohl einen Arsch offen. Ey, wo ist jetzt mein Pferd? Da ist mein Pferd. Aufs Pferd packen. So. Oh, der Sattel, der sieht aber schon irgendwie nice aus. Kriegt mir irgendwie fast schon wieder Lust auf, spiel mir das Lied vom Tod. Dann könnte ich eigentlich mal wieder gucken, habe ich ja Blu-ray unter meinem Fernseher im Regal stehen. Oh ne, so bloß, da kommen wir jetzt. Komm, ich bin schneller als die. Nein, die sind schneller als mich, das ist ein Problem. Der muss weg. Weg, habe ich gesagt. Oh, da kommt der nächste. Zack.
weg, die Sau. Ist ja wohl hier. Unglaublich sowas. Komm, halt mal querfeld ein. Oh, wir können die Bahnschienen lang reiten. Ja, relativ fix unterwegs. Sollen wir die mal rechts abbiegen? Vollgas durch den Ort. Und eine Vollbremsung vom Sheriff. Ganz normaler Tag von John Marston. Kriegen wir jetzt $40 waren das, glaube ich, ne? Hallo, kannst du mal die Knarre wegpacken? So, komm, Pferd. So, was machen wir? Machen wir noch eine Mission? Oh, Milde zahlt sich aus. Pinkelt der da? Tatsache. Was ist der da am Hinstrollern? So, was machen wir? Genau. Oh, als Teil deiner Belohnung wurde deine Kopfgeldsumme reduziert. Okay. Ich hätte zwar lieber die $40 genommen, aber finde ich in Ordnung. Der Typ kriegt jetzt erstmal seine Urkunde hier. Und dann würde ich sagen, machen wir noch eine Mission bei Bonnie. Dann sind wir ja auch schon quasi fast da. Mal schauen, was da jetzt abgeht. Aber diesmal ballern wir hier nicht wie ein Bekloppter um durch die Gegend. Sonst rennt er wieder weg und macht sich in die Hosen. Dann muss ich die Urkunde behalten. Well, howdy. You got the deed? Yep. Here it is. Yeah. Oh, there's blood on this deed, Marston. I didn't tell you to kill the poor old man. Wieso ist da Blut dran? Und ich habe den Typen nicht umgebracht. That old bastard's got a son living up in Blackwater. So I'd be real careful not to publicize this sale too much. Unless killing an entire family is. Ich habe den Typen nicht umgebracht. Ich habe den gefesselt. Good luck with the property, McAllister. Yeah. Letztes Mal haben wir da Geld im Voraus geben können. Homo, ey. So ein Homo. So. Jetzt hoch zum McFarlane's Ranch. Machen wir noch was für die Bonnie McFarlane. Dann mal gucken. Jetzt bin ich mal gespannt, was uns da erwartet. Ob wir wieder was mit dem Drew McFarlane, ihrem Vater, machen. Oder ob der Daddy sein kleines Mädchen diesmal auch allein mit dem großen John spielen lässt. Oh, das klang jetzt irgendwie ein bisschen doppeldeutig, oder? Nein, sowas nicht gemeint. Ich meinte mit dem großen John nicht den Loris, den er in der Hose hat. Na komm. Das Pferd regt sich hier wieder auf, weil es keine Ausdauer mehr hat. Man muss mal mehr futtern hier, da hast du auch mehr Ausdauer. Kohlenhydrate und so ein Zeugs. Oh! Wir sind noch fast an der Bonnie vorbeigeritten hier. Ein Sturm zieht auf. Das Bild hat was. Und auf einmal gewittert's. Hey, Miss. I got most of the horses secure and the chicken. Well, thank you, Amos, but it's the herd I'm worried about. I know. They're scattered all over the valley and beyond. The weather is coming in real fast. So what do you suggest, Amos? We leave the herd out there to be scattered by the storm and ourselves left here to die without a livelihood? Can I help? No, Miss. If the men get caught out in that storm, they're gonna die. And if we lose our herd, we'll all die, you stupid man. Doesn't sound like we're left with much of a choice then. Come on, Amos. Round up your men. Let's get the herd. War ja klar. Der eine kann keine Entscheidung treffen, der andere ist ein Weichei. Dann muss John wieder kommen und sagen, so Leute, so und so ist das. So und so machen wir das.
Dann wird er doch so gemacht. Komm. That sky don't look good. I'm starting to think somebody up there is conspiring against me. Are you a Petrus hat die Himmelspforte geöffnet. Sometimes I tell myself zumindest erstmal die Kübel rausgeholt. Like what brought me here was fate come a calling. But nobody made my path for me. We all need to look for answers somewhere. Some in big old books, others in big old bottles of whiskey. Believing in some kind of divine purpose ain't gonna give me my wife and kid back. Was ich an Silvester mal ein bisschen Whisky, was war das Whisky? Ich meine schon Whiskypulle, da habe ich fast gekotzt, weil das Zeug ging gar nicht. We have two herds out grazing in different pastures. We'll need to kann auch sein, dass es einfach nur schlechter Whisky war. The cows get real ornery in bad weather. It's more work, but I'll show you how to deal with them. I'm gonna save my voice for the herd. It's gonna be hard shouting out over this storm. Careful! We can't afford to fall! Ich habe das Zeug am Ende einfach nur Augen zu und runter. Das war wirklich pervers. So, wo geht's denn jetzt hin hier? Drive them over to the pasture by the old oak tree. We'll merge them with the other herd there. Wie? Noch eine Herde? Come on, come on, komm hier. Hopp, 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 hopp. Schneller. Schneller. Nee, nicht ab. Hallo, bleibst du wohl hier? Spinnst ja wohl. Will die Milka-Kuh hier einfach abhauen. Komm, mach's mal hin. Mach's mal hin. Mach's mal hin jetzt. Hier, schneller, schneller, schneller. Nachzügler, ey. Oh, 10 von 11. Hä? 11 von 11. Geht doch. Wollte schon sagen. Verloren haben wir die jetzt aber nicht. Oh oh. Oh oh. Hallo? Bleibst du mal bitte auf dem Pferd sitzen? Komm. Komm. Gib Gas, John. Es geht sich immer nur um die Herde. Es geht sich um dein Mittagessen morgen. 21 Big Macs. Ups, halt. Allgemeine Verkehrskontrolle. Ey, 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 ey. Wo geht's denn hier hin? Nein. Hallo? Ach, sind das dumme Viecher? Gut. 3 Big Macs weniger. Oder wie sehe ich das hier? Komm. Da lang. Wäre zurück zu Bonnie. Haben wir es geschafft? Da hinten ist noch einer. Halt. Komm, beweg deinen Arsch. Schieße ich dir ein zweites Arschloch rein. Oh, du gehst jetzt auch noch dazu. Nochmal wieder 18. Komm. Hopp. Go, go. Let's go. Na komm. Hopp, 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 hopp. Schneller hier, schneller, schneller. Ich habe nicht den ganzen Abend Zeit. Ich werde nass. Brauche ich wieder so lange, bis meine Haare trocken sind. Nein! Oh, müssen wir hier lang? Wir müssen hier lang. Och, jetzt haben wir hier wieder so Kühe, die nicht hinterherkommen. Abmarsch jetzt! Wo willst du denn hin? Bist du doof in der Birne? Einmal mit Profis arbeiten, echt. Du, da lang. Da. Mach's jetzt mal hin, ne? Oh, das ist nicht so doof, um einen Stein rumzureiten. Mach, komm, ab. Machst du mal hin hier? Och.
mich jetzt eigentlich verarschen? Mach da jetzt mal hin, ne? Wenn jetzt der Zug kommt, dann haben wir aber hier eine Riesensauerei. Ich mach das dann nicht weg. Komm. Rein da. Geht doch. Zack. Sieht gut aus. Alles klar. So lobe ich mir das. You saved the herd back there. You might make a decent rancher one day. Nee, bitte nicht. Nee. Den Stress tue ich mir nicht an. Okay. Das war's dann auch für diese Folge. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder.